Sie sagen, das Feuer, das hier früher brannte, ist aus. Erloschen. Kalt. Ich will das nicht glauben. Gut, es brennt nicht mehr so hell. Hoch über dem Berg wie einst. Aber sie ist noch da. Die Glut. Spürst du sie? Unter deiner Haut. In deiner Brust. In deinem unzerstörbaren Herzen. Ich spüre sie noch. Spüre, wie sie stärker wird. Sie wartet auf ihren Moment. Den Moment, in dem aus Blut wieder Feuer wird. Weil du für uns brennst. Brennen wir für dich. Moin moin meine Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag. Wir fangen heute eine neue FIFA 21 Karriere an. Und wie ihr schon sehen könnt, sind wir Rüdiger Ziel. Er ist ein sehr junger Trainer, der noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, aber in seinen Stationen sehr erfolgreich war. Der war 6 Jahre bei der U23 in Wolfsburg tätig, als Trainer, als Co-Trainer. Hat vor 2 Jahren die Meisterschaft in der Regionalliga Nord klar gemacht. Hat auch eine Vergangenheit zu unserem jetzigen Verein, den wir betreuen werden, den ersten FC Kaiserslautern. Der war da in der Jugend, dann bei der zweiten Mannschaft und 1 Jahr bei der ersten Mannschaft. Das heißt, er kennt Kaiserslautern. Ja, für mich war das eigentlich klar, dass wir dann Rüdiger Ziel als Trainer auserwählen und ja, eine Karriere anfangen beim ersten FC Kaiserslautern. Und unser Ziel ist es natürlich, in die erste Liga zurückzukommen über eine gute Arbeit, eine erfolgreiche Saison und dann wollen wir mal gucken, was am Ende dabei rausspringt. Aber Ziel muss es eigentlich sein, so einen Traditionsverein in die erste Liga zurückzuführen. Und daran werden wir jetzt alles setzen. Und natürlich brauche ich auch wieder eure Hilfe, gerade was bei Transfergeschichten angeht oder auch die Entwicklung der jungen Spieler, dass wir die vorantreiben. Das klappt nur mit euch. Und ja, lass uns direkt loslegen. Gehen wir einmal unsere Ziele durch, die wir uns selber auch gestellt haben. Nachwuchsentwicklung. Wir müssen 3 Spieler verpflichten. Verpflichte über 2 Saisons mindestens 3 Spieler aus der eigenen Jugendakademie. In der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 30% Einsatzquote. Okay, interessant. Erreiche eine Serie von 3 Spielen ohne Gegentore in Auswärtsspielen. Das sollten wir schaffen. Und verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft, Position Stürmer. Das ist schon etwas schwieriger. Da haben wir natürlich keine. Direkter Aufstieg ist klar. Müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen. Und Finanzen. Erhöhe die Spielergelder um maximal 5%. Erziele über 2 Saisons einen Profit von 2,5 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Das sollten wir auch soweit schaffen. So, und hier sind wir auch gleich schon in der Jugendabteilung. Und hier haben wir 2 interessante Jugendspieler, die ein sehr hohes Potenzial haben, mit einer 94. Die werden wir jetzt aber soweit noch nicht verpflichten. Erstmal abwarten, wie die sich entwickeln werden. Und wir haben auch vom Verein 3 Scouts bekommen, die wir natürlich auch einsetzen werden. Der eine ist schon unterwegs nach Polen. Er ist hier in Spanien unterwegs und der Vincent Zimmermann ist in Deutschland unterwegs. Die Aufträge werden erstmal so bleiben. Also jede Position wird gesucht und der zentrale Innenverteidiger. Da bin ich mal gespannt, was die Scout uns so berichten werden. Die können wir auch in der laufenden der Saison verändern. So, und hier sind wir auch schon in der Transferzentrale, die jetzt im Sommer natürlich hochinteressant wird, da wir einen richtigen Kaderumbruch planen. So einen hatte ich eigentlich noch in keiner FIFA-Trainerkarriere.
aber ich denke, das ist ein notwendiger Schritt, um den Verein voranzubringen. Wir werden uns von allen Torhütern trennen, auch wenn er relativ jung ist und einen hohen Wert hat. Ich habe mir da überlegt, da möchte ich die Position neu besetzen. Dann werden wir uns auch von einigen Innenverteidigern trennen. Er ist schon 34 Jahre alt. Der nimmt quasi Platz weg für die jungen Talente, die wir verpflichten möchten. Genauso wie er hier und Lukas. Gottwald ist ein Talent aus der Jugend, sage ich jetzt mal. Aber sollte da ein gutes Angebot kommen, werden wir uns auch von ihm trennen. Dann Adam Holzek, auch wenn er jetzt neu dazugekommen ist, möchte ich mich gerne von ihm trennen. Er ist ein alter Bekannter, hat damals schon eigentlich ganz gute Leistung abgeliefert, aber da passt einfach nicht zu meinem Stil, den ich jetzt durchdrücken möchte. Genauso wie Yannick Bachmann. Und ja, wir gehen hier einmal komplett durch. Sind einige Talente dabei, auch alte Spieler, die schon länger im Verein sind. Von denen trennen wir uns. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich denke, das ist der notwendige Schritt, den der Verein machen muss. Dann würde ich sagen, zeige ich euch die Spieler, die ich verpflichten möchte. So, und das sind jetzt erstmal unsere Transferziele. Ich habe mir überlegt, ja, der erste FC Kaiserslautern ist ja ein Traditionsverein, der Rote Teufel, Betzenberg, das sind ja alles Sachen, womit man früher, sage ich mal, ja, ganz viel Bundesliga-Geschichte mit verbindet. Und ja, das ist so ein bisschen ein Phänomen, gerade mit dem Roten Teufel. Und die DNA will ich natürlich jetzt wieder reinbringen. Und dann dachte ich mir, hole ich ein paar ehemalige Spieler zurück, die das auf jeden Fall verkörpern können. Und da habe ich auf Platz Nummer 1 Tobias Sippel, 32 Jahre alt, hat quasi nur in Gladbach und Kaiserslautern gespielt. Das wird auf jeden Fall eine Rückholaktion, wo ich mir denke, der brennt nochmal auf dem Betzenberg, da Stammtorwart zu sein in der dritten Liga und mit seinem Herzensverein, mit seinem Jugendclub nochmal aufzusteigen. Dann in der Innenverteidigung, da ist auf kurzer Sicht, sage ich mal, Marcel Correa ist auch in der Jugend damals beim 1. FC Kaiserslautern gewachsen, groß geworden, dann nach Eintracht Braunschweig gewechselt, da hat er den Durchbruch geschafft, muss man auch ehrlich sagen. Dann ein Jahr wieder in Kaiserslautern gespielt, da hat es nicht so gut geklappt. Und jetzt in Paderborn, den möchte ich auch gerne wiederholen. Der soll uns in die zweite Liga führen mit Sascha Mockenhaupt auch noch dazu. Auch Kaiserslautern, Vergangenheit, die beiden in der Innenverteidigung. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt mit den ein oder anderen Youngster. Dann auf langfristiger Sicht möchte ich gerne wieder Dominik Heinz zurückholen. Der ist auch groß geworden bei uns und sollten wir aufsteigen irgendwann in die ersten Liga, ist er auf jeden Fall auch Transferziel Nummer 1, genauso wie Willi Orban. Auch Kaiserslautern, Junge, groß geworden, eigentlich auch ein Herzensverein, auch wenn er jetzt beim Konzern spielt, ist auch egal. Den möchten wir dann auch wieder zurückholen. Die beiden langfristige Ziele sind ja jetzt auch schon etwas älter, aber sollten wir jetzt in den nächsten 4 Jahren aufsteigen, ist Dominik Heinz 30 Jahre alt und da sollte das auch machbar sein. Dann Chris Löwe. Als Linksverteidiger würde ich gerne verpflichten, wenn wir Adam Holzek verkaufen sollten. Hat auch schon in Kaiserslautern gespielt. Möchte ich auch gerne wieder dort sehen. Und Alexander Baumjohann habe ich erst überlegt, aber der würde einfach nur einen Platz wegnehmen. Den möchte ich von der Liste nehmen, was wir jetzt auch machen werden. So, jetzt sind hier natürlich einige Spielergespräche, die wir führen werden. Ich denke, das ist auch logisch, dass da viele überrascht sind. Aber das wird der neue Weg sein. Die werde ich eben schnell erledigen und dann sehen wir uns gleich in der Taktik wieder. Und hier sind wir auch schon in der Taktikvorbereitung, sage ich jetzt mal. Ich habe mir 4 Formationen ausgesucht. Einmal ein 4-3-3, falls wir das Ergebnis halten wollen. Dann 4-2-3-1, womit wir anfangen könnten. Dann 3-5-2, damit können wir theoretisch auch anfangen.
und sollte in der letzten Minute unbedingt noch ein Tor für uns fallen müssen. Ein 4-4-2 mit ständiger Druck und Angriffspressing. Das werden erstmal die Formationen sein. Sollte ich damit gar nicht klarkommen, kann es natürlich sein, dass wir das auch wieder umstellen werden. Da bin ich relativ flexibel, aber ich denke mir, neue Karriere, neues System, testen wir einfach mal und gucken, was dabei rauskommt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in das erste Vorbereitungsspiel rein. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Gehen in die Schnellsimulation und gewinnen unser Vorbereitungsspiel 2-1. Sehr schön. Und hier sind wir schon beim zweiten Vorbereitungsspiel. Da gehen wir auch einfach in die Schnellsimulation mit rein und verlieren 2-0. Das ist ärgerlich. Da habe ich wahrscheinlich auch nicht auf die Fitness geachtet. Mein Fehler. So, meine Freunde, ich musste einiges umstellen. Die Fitness war doch schon sehr im roten Bereich. Ich hoffe, dass wir da gegen Odds keine Probleme haben werden. Wir sehen uns gleich im Spiel. Und die nächste gute Chance. Cesar ist da. 1-0 im sehr wichtigen Vorbereitungsspiel. Sehr schön. Kommt von Heidenheim. Ist im Sommer zu uns gewechselt. Und empfiehlt sich vielleicht für mehrere Aufgaben. Nicolas Cesar. Oh, guter langer Ball auf Rösler. Das hat er stark gespielt. Und das... Nicht das 2-0. Oh mein Gott. Den hat er ein bisschen verzogen. Schade. Oh, jetzt die erste gute Chance für den Gegner und 1-1. Da sind wir unsortiert. Wir sehen es hier nochmal. Eigentlich haben wir da den Ball, aber die setzen gut nach und sehr guter Abschluss. 1-1, das reicht soweit nicht fürs Weiterkommen. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Jetzt sind wir aber durch. Hendrik zuckt mit einer guten Flanke. Oh mein Gott. Und die nächste Chance, die Röser nicht macht. Jetzt sind wir über außen durch. Hendrik zuckt jetzt mit der nächsten Chance. Also die Abschlüsse darf man keinen zeigen. So schlecht. Jetzt sind wir wieder durch. Hendrik zuckt jetzt aber mit einem guten Abschluss hoffentlich. In die lange Ecke. Oh mein Gott, ey. Guckt euch die nächste Chance an. Unfassbar, das hatte ich noch nie. Rendondo ist durch. Abschluss mit links und er macht endlich das Tor für unseren ersten FC Kaiserslautern, für die Roten Teufel. Let's go. Guter Abschluss mit links. Jetzt kann es nochmal gefährlich werden. Nein, 2-2. Scheiße. Hier sehen wir es nochmal. Wir versuchen im letzten Moment nochmal dazwischen zu grätschen. Keine Chance und die machen den Ausgleich. Jetzt schmeißen wir alles nach vorne. 2-2. Somit fliegen wir aus dem Vorbereitungsturnier raus. So, und hier haben wir auch nochmal einige Transferangebote bekommen, die wir auch soweit angenommen haben. Einmal Lukas Röser, der den Verein verlassen darf. Dann Lukas Spalvis, der nach Osnabrück wechseln kann, darf, je nachdem. Ich hoffe, die werden sich einig. Und Simon Skaglalidis kann den Verein verlassen, da laufen noch die Verhandlungen. Für eine Ablösesumme von 800.000 darf er den Verein verlassen. Und dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Ich gehe noch einmal auf weiter. Okay, hat sich nichts getan. Ich würde gerne hier jetzt die Folge beenden. Schreibt mir unbedingt die Transfervorschläge rein, wen wir jetzt am besten verpflichten können.
Und dann würde ich sagen, gesund bleiben und in der nächsten Folge wieder reinschauen. Bis dahin, ciao.